Wer bei diesen Bildern glaubt, er befände sich hier auf einem der zahlreichen Mittelaltermärkte, der wird erstaunt feststellen, dass gar keine neuzeitlich gekleideten Besucher unterwegs sind. Grund dafür ist, dass die Teilnehmer dieses Zeltlagers die moderne Welt für einige Zeit ausblenden möchten, um möglichst authentisch in andere Epochen eintauchen zu können. Und für mich ist es Ruhe und Entspannung. Ich kann hier mein Telefon ausschalten, ich kann mein Handy ausschalten, ich kann mein iPad ausschalten und es wird nichts gemacht, als gemütlich mit der Familie zu leben, für den Tag zu sorgen, was man zum Essen braucht, was du an Feuer brauchst. Du hast keinen Strom, du hast kein heißes Wasser, du musst ja alles selber machen. Das ist ein Leben, wie man einfach es früher gehabt hat, wo man wieder zurückfindet zu sich selber. Ein schmales Tal hinter dem Stadtberg von Aach bietet dafür die nötige Abgeschiedenheit. Wir haben das bewusst gewählt, ohne Besucher den ganzen Spaß, damit die Leute hier ihr Hobby halt auch mal ausleben können. Man sieht hier zum Beispiel, die haben noch eine Absperrung außenrum um ihr Lager. Die sind es halt gewöhnt von Märkten. Da muss man immer aufpassen, dass die Leute nicht ins Lager laufen und sagen, hier ist Schicht, die können hier dran stehen. Hier, die meisten Lager haben halt keine Abgrenzung mehr außenrum, weil es einfach offen ist. Weil wir alle unter uns sind, da braucht man keine Angst haben, man kann auch mal sein Zeug liegen lassen. Und das ist auch das, was die Leute hier auch schätzen. Bei der historischen Lagerei in Aach wird für alle Interessen etwas geboten. Dann gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie ein Sperrturnier, wo man entweder zugucken kann, das natürlich interessant ist, oder halt auch mitmachen kann. Man findet irgendjemand, mit dem man ein bisschen Schwertkampf trainieren kann zum Beispiel. Oder es gibt auch sowas wie das Kanonenschießen oder so zum Beispiel. Man kann Bogenschießen gehen. Es gibt immer was zu tun. Das ist halt auch super interessant, weil es halt auch Sachen sind, die es halt sonst, die man sonst nicht so sieht im Alltag. Wenn das zu anstrengend ist, der entspannt sich im Badehaus. Diese Richtung. Zum Wohlsein. Die Regel gilt immer noch, nicht Komm, ins Wasser. Das nennt man Wikinger Warmbadetag. Also mal gucken, wie weit der Finger aus dem Wasser kommt. 3 Grad. Einige, die ein Handwerk beherrschen, stellen Gebrauchsgüter für den Eigenbedarf oder den Verkauf her. Genau, schneide mal ein Stück Schinken ab. Schneide mal. Halt mal. Und verhungern oder verdursten muss hier auch niemand. Einer der Höhepunkte des Treffens ist das große Festmahl. Wir, die Zeitbummler, grüßen euch! Hallo! So, willkommen zur 7. Lagerei, die nicht mal so richtig verflixt war, wie ich befürchtet habe. Finde ich super. Zwei Reihen! Bitte in der linken Reihe Vegetarier mit Anstellen, rechte Reihe Wurst. Lass mal den Vegetarier abgeben. Hallo. Okay. Ruhe, mal ein bisschen Zettel. Mit Beispiel? Oh ja, wieder so ein Arschloch mit Flügeln. Juhu. Während es nun allmählich dunkel wird, treffen sich noch einmal alle zum großen Feuerspektakel.
sich natürlich eingependelt auf hauptsächlich Mittelaltergruppen. Wir haben aber auch Kelten, Römer warte ich noch, dass da ein paar kommen, das wäre schön. Aber grundsätzlich hätte ich auch kein Problem mit, wenn Steinzeitmenschen kommen, weil was uns alle letztendlich verbindet, ist einfach mal die Flucht vom Alltag. Und letztendlich hocken wir am Abend in der Schenke zusammen, trinken ein Bier oder Mehl zusammen, singen zusammen und das ist, was uns alle eigentlich verbindet. Und darum geht's.